Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, das letzte Spiel haben wir leider verloren, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich noch viel mehr darauf achten muss, wenn irgendein Spieler in den Lauf geht, versucht sich an den Verteidigern vorbeizusetzen, weil da habe ich schon so oft Tore gefressen oder gefährliche Situationen produziert, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass irgendein Spieler plötzlich zum Sprint ansetzt. Da muss man sofort den Mitspieler, die Verteidiger oder sowas anwählen und mitrennen. Anders funktioniert das nicht, weil wenn der einmal durch ist, man kommt normalerweise nicht mehr hinterher. Das ist echt ein Problem. So, wir nehmen wir jetzt als Wechselspieler, nehmen wir Hazard. Ich denke eh nicht dran, den in der Halbzeit einzuwechseln, aber egal. Komm schon, komm schon, komm schon! Also, noch mehr auf diese Sprints achten. Der Gegner. Das war auf jeden Fall, das ist mir auch im letzten Spiel da aufgefallen. Es war nicht das erste Tor, was ich dadurch gefressen habe. Und dann halt so ein Scheiß-Tor, der 120. Fuck. Okay, hat ein kleines Hybrid, wie es aussieht, aber mit voller Chemie und insgesamt schon ein sehr gutes Team. 86er ZM, Isco ist das, glaube ich, da müsste recht teuer sein. Bailly in der Innenverteidigung ist teuer. Martial hat er auch, das ist auch ultra teuer. Sollte nicht auf den Spieler gehen, ist denke ich klar. Haben wir Glück, dass er den Ball nicht annehmen kann. Ach ja, ich wollte ja aufhören, immer darüber zu reden, was eigentlich passieren sollte und so, weil mich das eher aufregt und frustriert. Deswegen ist eigentlich klar, dass es so nicht geplant war. Ach ja, jetzt haben wir als Schmelzer. Mal gucken, wie der sich spielt. Schöne Ballannahme. Schön gemacht mit Bender. Oh, fuck. Abseits. Macht also gerne mal ein paar Tricks, wie es aussieht. Das ist der erste Spieler, der jetzt zumindest bisher so viele Tricks gemacht hat. War sonst eher seltener Fall. Ja, ich hatte natürlich direkt auf Schießen gedrückt, da macht's nicht. War eigentlich super geil gespielt, aber egal. Taktisch ist.
ist natürlich meine Schuld, das Gegentor. So wie ich da rausgespielt habe, Katastrophe. Warum mache ich denn solche billigen Gegentore immer? Na, nicht immer, aber viel zu oft. Ich arbeite mir so oft so geil den Ball und dann mache ich mir meine eigene Arbeit kaputt, indem ich mir so ein scheiß Gegentor fresse. Mann, ey, weil das frustriert halt direkt wieder. Da ist man einfach direkt wieder viel schlechter im Spiel. Scheiß Gegentor. Ich hab direkt keinen Bock mehr, ey. Ja, ich arbeite mir so geil den Ball da und die ganze Zeit. Boah, ich könnte mich so aufregen. Da setzt sich Gnabry sogar durch. Pfeift du trotzdem ab. Süle, oh mein Gott. Dribbelwunder Süle. Oh, so ein Lacker! Das zweite Mal, dass ich mich super gut durchsetze, den Ball da einwandfrei querlege und es bringt nichts. Es könnte halt jetzt locker schon zwei Tore für mich sein. Das ist ein Foul. Das ist natürlich klar, das ist ein Foul. Das, was aber Carvajal vorher gemacht hat, nicht, oder was? Keine Ahnung, wofür er jetzt die Gelbe bekommt. Schön, dass er seine Tricks aber auch... Oh, das war wieder ein Pass. Wir hätten schon zwei Tore schießen können. Diese Schussstatistik, die sagt überhaupt nichts über unsere Chancen. Aber wir hatten zwei riesen Chancen. Bei dem einen hält der Torhüter gut, bei dem anderen schießt Origi halt einfach nicht. Der Schuss ist natürlich wieder geblockt. Sehr gut.
Oh, jetzt hat er Pause gedrückt, da denke ich sogar dran, wir können wechseln. Und zwar würde ich sagen, Gnabry macht echt ein geiles Spiel, gefällt mir auch besser als Traoré. Hat jetzt weniger Power als Traoré, aber die nehmen sich nicht so viel in der Power. Ich denke, dann wechsle ich Ronaldo für... Traoré ein. Ronaldo Hazard natürlich. Eieiei, wenn ich jetzt 1-0 das Spiel verliere, das wäre echt geil. Total bescheuertes Gegentor, zwei Riesenchancen schon gehabt. Mit Origi dann noch die Halbchance. Immerhin. Immerhin die. War das gerade keine Ecke oder was? Was lässt er denn jetzt hier alles laufen? Es war keine Ecke. Was? Kann denn das keine Ecke sein? Och, geil gespielt, Vorlage von Hazard und schönes Tor. Nice. Und auch krasser Fehler vom Gegner. Mit seinem Abstoß oder seinem, ja doch, Abstoß. Von daher auch mal den Fehler des Gegners ausgenutzt und dann in die kurze Ecke geschossen. Auch krass. Schönes Tor. Flach in die kurze Ecke. Hat ihn auch selber geschlenzt. Oh, Tunnel und trotzdem ist angekommen. Schon wieder, das habe ich gemeint. Das muss ich doch nur eher sehen. Da muss ich doch nur schon länger mitlaufen. Vor allem, wenn ich da jemanden wie Süle habe. Muss ich sehen, alles klar, er will jetzt überlaufen, also mitlaufen. Ist ja nun nicht so schwer. Da haben wir Glück. Muss auch mal sein. Hätte ich eher abspielen müssen mit Hector. Es war halt kein Hazard. Ist denn Hector hier? Wo ist denn Hazard? Scheiße. Boah, jetzt verlieren wir aber den Ball hier, das gibt's ja gar nicht. Und irgendwie hat immer Hector den Ball, weiß auch nicht. Hazard legt ihn sich quasi selber vor. Ach, das bist du dumm. Hazard hat ihn bestimmt noch bekommen. Gibt er jetzt sich hier einen Freistoß? Wenn ich nur wüsste, wie es funktioniert. Ah, was? Hazard ist so schlecht? Ich hätte gerade einen guten Freistoßwert. Geil. War richtig gut. Zum Glück steht Hector wie immer da, aber es war scheiße gemacht. Da sollte der. Na, ist egal. Soll da nicht hin, aber egal.
Keine Ahnung, wie oft ich den Ball jetzt noch mehr holen muss. Das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal, keine Ahnung, aber es war eh abseits. Aber er spielt jetzt irgendwie, entweder spielt er besser oder ich schlechter, keine Ahnung. So, Konzentration, er hat auch zwei Spieler gewechselt, okay. Das ist irgendwie aggressiver, das muss ich für mich nutzen, das darf ich nicht zulassen, dass er dadurch mehr Ballgewinne hat. Hätte ich wahrscheinlich nochmal rüberlegen müssen auf Gnabry. Wäre besser gewesen als hier mit, wer war das, Bender durchzuziehen. Das war mal geil gespielt. Mit Origi sich da irgendwie durchgesetzt, keine Ahnung. Ein bisschen getribbelt, hat sogar mal geklappt. Und dann, ach, jetzt wieder klappt es nicht, Mann. Und dann schafft es Hector mit seinem starken Linken, den da ins kurze Eck zu schießen. Nice. Ja, es ist sogar das lange Eck. So, jetzt Abwehrriegel rein, ist die 80. Dann wenigstens das Spiel gewinnen, meine Herren. Das haben wir schön gemacht. Er bleibt natürlich trotzdem im Ballbesitz. Er bleibt natürlich trotzdem im Ballbesitz. Schade, das hat er gut gemacht. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Jetzt rennt er nur noch total Akku drauf. Zum Glück! Komm, bitte jetzt nicht den Ausgleich fressen. Oh, was macht ein Sommer? Oh, Sommer macht das ganz komisch und hat aber dann den Ball sicher. Sehr gut, das war's. Sehr geil! Oh! Und das, obwohl wir dieses scheiß Gegentor gefressen haben. Dieses bekloppte, blöde, was ich selber verschuldet habe, ey. Oh, alles richtig gemacht. So, ich würde jetzt zwar ultra gern noch ein zweites Spiel machen, aber es geht nicht. Das schaffe ich nicht. Ich muss dann los. Vor allem, wenn ich jetzt theoretischerweise Verlängerung und Elfmeterschießen geben würde, müsste ich dann abbrechen. Das wäre ein bisschen dumm. Silber 2 haben wir gerade mal. Oh mein Gott, ich will ja Gold 3 mindestens. Und vor allem Gold 3. Das haben wir, glaube ich, kein einziges Mal in FIFA 17 gehabt. Das Schlechteste war, glaube ich, Gold 2. Aber okay. Was soll's? 7 Siege, ey. Aus wie viel Spielen? Aus 9? Aus 14 Spielen? Ich gewinne nur jedes zweite Spiel momentan. Aber okay, ich habe auch ein paar eigene dumme Fehler gemacht. Also ich denke mal, mindestens 2 Spiele hätte ich noch gewinnen können, wenn ich besser gespielt hätte. Aber naja. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxi, bis zum nächsten Mal. Wie viele Spiele habe ich mit Hazard? 4, also jetzt noch 3. Okay. Tschüss.